dumm. Nein! Look at my life. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ladies and Gentlemen, die neue Beta ist drin von Mortal Shell. Die haben eine Open Beta gemacht, keine Close Beta. Also gut. Falls ihr Interesse an dem Spiel habt, gönnt euch auf jeden Fall. Ist ein Dark Souls-like-Spiel und zwar nicht mal wieder Hin- und Her-Sicht. Oh, das sieht toll. Ja, ich habe schon das Spiel vorbestellt. Ich habe mega Bock auf das Spiel, bin echt hyped. Und jetzt darf ich das erste Mal das Spiel spielen. Freue mich. Wie fühlst du dich? Bist du nervös? Bist du nicht nervös? Ich bin hyped. Hyped, also einfach nur hyped. Einfach schöne Freude drauf, gleich das Spiel zu spielen und zu entdecken. Okay. Und auf die Schnauze zu bekommen, weil Dark Souls heißt. Am Ende hast du richtig schlechte Laune. Ich bin gestorben, Mama. Zweimal. Voll schwer, finde ich doof. In Minecraft wäre da nicht passiert. Auf jeden Fall, Leute. Zur Ennoner-Sicht, Sven, viel Spaß. Danke, dir auch. Bis in einer halben Stunde? Ja, halbe Stunde, sagen wir mal. Alles klar. Nicht lange schnacken, empty Slot, ab geht's. Warum lange reden? Das ist ja wie Dark Souls! Wie Dark Souls! Hype! Oh, das, bitte wie Dark Souls 3 oder Demon's Souls oder so, das passt schon. Nicht wie Dark Souls 2, dann raste ich aus. Ich meine aber, das Spiel hat Ähnlichkeit zu Demon's Souls. Also, ich bin mal in den Stream reingegangen, auf Twitch, haben ja sehr viele da schon gestreamt und so diese Ausschnitte und so. Und da haben viele gesagt, das sieht sehr aus wie Demon's Souls, also so vom Feeling her. Genau, wir sind so ein untotes Wesen quasi. Und das Prinzip des Spiels ist, eine Hülle zu suchen, also ein Shell. Davon gibt es wohl 4 Stück, die alle sich verschieden spielen lassen. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir auch als erstes kriegen werden. Ich hab echt Bock. Okay, wir können laufen. Wir sind der coole Dude. Wenn Sven um 1 Uhr nachts sagt, komm, lass nochmal antesten, dann wisst ihr Bescheid. Das gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon. Ich mag die Grafik. Ich finde es sehr schön. Ich weiß, dass es sehr düster sein wird. Es wird natürlich, sobald es jetzt wirklich rauskommt, wird es natürlich so dieses ganz normale Sven und ich daddeln das Spiel zusammen. Das wird sich nicht ändern. Nur für die Beta haben wir uns gedacht, komm. Okay. Interessant. Ah, okay, man muss A gedrückt halten. Hä? Ah, okay, man muss das im Timing machen, oder wie? Okay, ausweichen erstmal. Sicher? Drück LT im Übrigen. Okay, das Kämpfen wird sehr, sehr schwer. Drück LT. Momente. Ey, mach mal kurz. Ich drücke LT. What the fuck? Das hier gibt noch was. Oh, wer bist du denn? Redest du mit mir? Lol, wir kriegen jetzt ein Schwert, oder? Nee, aber es wird uns selbst unser Schwert. Wir kriegen ein Langschwert. Ah, okay. Es gibt noch mehrere Waffen. Es gibt eine Axt, es gibt dieses Langschwert. Ich glaube, es gab noch so Kratos-like, glaube ich, auch noch eine Waffe, meine ich? Und ein Hammer. Okay, jetzt lernen wir zu kämpfen. Okay. Starker Schlag, schwacher Schlag und es gab parieren. Genau, erstmal ein bisschen. Zack, zack. Ausweichen, Not. Wie das mit diesen LT, das krieg ich nicht hin.
bin ehrlich, ich den Herzen verstehe ich noch nicht, weil ich drücke LT. Ah. Hä? Was war das denn jetzt? Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ja, Herren, genau. Genau, das macht er mit LT nicht. Das macht er nicht. Okay, LT auf der Controller geht. Gut zu wissen. Aktuell ist er für mich ein Tastaturspiel. Hab ich jetzt laufen? Nee, oder? So ein Lagerfeuersystem gibt es quasi auch mit so einer Dame, glaube ich. Immer wenn du mit der Rede speicherst, du. Wenn ich das so richtig Kopf im Kopf habe. Okay, hier bin ich anscheinend falsch. Ich dachte, ich muss hier lang. So, muss ich denn hin? Und da ist eine Leiter. Oder? Das ist keine Leiter. Okay, ich bin direkt drin. Keine Ahnung. Mama, wo muss ich lang? Geh doch mit da lang, also, hä? Also ich war ja, glaube ich, richtig so vom System her, aber da ging es nicht weiter. Mama, Hilfe, sag mir, wo ich lang muss. Hä? Ne, auch nicht. Ach, lol. Ah, wie dumm. Ich will einfach wieder zurücklaufen. Glaub ich. Oder? Ja, ich bin einfach nur... Bin ich hier jetzt richtig? Das sieht irgendwie auch nicht so kacke aus. Das sieht richtig kacke aus! Wenn ich das Ding nicht so verdecke, aber... So. Müsste jetzt eigentlich klappen. Ja, sicher. Oh Gott. Jetzt gibt's auch so die Mütze. Für uns. Scheiße. Okay, dafür ist Herdnen. Okay. So mach ich da einfach durchgehen. Damit rechnest du nie. Na komm, komm. Komm her. Haha, immer dahin noch getroffen. Noch ein Hit. Ich würde gerne Herdnen, aber ich kann es leider nicht. Aua, das tut weh, das tut sehr weh. Dumm! Nein! Ah! Aua. Oh Mann! Wieso das auch? Das Mobbing. Ach, Bullshit. Oh Mann. Man soll, glaube ich, gar nicht gewinnen. Aber wie gesagt, das gefällt mir echt. Ich würde gerne Herdnern, bin ich ehrlich. Aber LT geht echt leider nicht. Oder ich muss halt noch mal kurz einstellen. Ich probiere mal gleich. Fürs Beispiel LT.
wurde gerade gefressen. Nur üblicher halt, ne? Dienstag. Sie sind gefressen worden. Uai, warum? Alles klar. Gut. Jetzt sind wir einfach woanders. Ah, okay. Das ist also quasi diese Hülle, die man übernehmen kann. Wir werden zum Ritter. Aber wie gesagt, es gefällt mir echt. Nun haben wir unsere Hülle, unsere erste Hülle gefunden. Von vieren. Interessant. Okay, wir können parieren. Und reposten. Das ist nice, okay. Quasi als Sekiro-System. Okay, powerful. Okay, so spielt sich der. Ist klar, ich verstehe. Der Ritter. Das ist halt das, was man in den Ausschnitten gesehen hat, auch in den Trailern. Natürlich in die Bärenfalle rein. So, stell dir die Falle doch mal auf, das mache ich. Fühlt sich nicht so geil an. Außer wir sind aus unserer Hölle geflogen, weil wir so Stein gekriegt haben. Ihr doofen Leute. Aber wenn wir es geschafft haben, sind wir wieder in der Höhle. Wollte ich natürlich nur mit dem Bus drehen. Scheiße. Aber verkackte Bärenfall. Wie ist, wenn es noch nicht einmal reingereicht? Oh, da hinten ist Big Baba. Nur noch Halbtag und down. Drei Schläge, alles klar. Okay, parieren. Da bringen wir parieren bei, komm. Ah, okay. Das war Kack-Timing. Alles klar, danke. I understand. Alles klar, komm her. Rabenmann. Komm. Komm her. Okay. Nochmal. Okay, durfte ich nicht. Gut zu wissen. Ist aber Sekiro-mäßig. Du hast einmal fliegst du, beim ersten Mal fliegst du aus der Hülle raus und beim zweiten Mal bist du down. Quasi einmal Mortal Shells, Shadow Dies Twice. Wer bist du denn? Zack, 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 zack. Und weg mit dir. Guck das mal an. Und die einnehmen, wa? Ja, so geht das. Den haben wir rasiert, haben wir. Komm, und parieren. Okay, und parieren. Okay, nochmal. Parieren. Okay, ich drücke immer zu spät parieren anscheinend. Ich will parieren lernen, komm. Ich kann mal gucken. Ja, aber gewaltig gut ausgeteilt. Ich bin tot. Na komm, nochmal. Ach, haben wir gar nicht? Ach, wir haben die Laute halt nicht zum Parieren oder so. Anscheinend. Wie es aussieht. Okay. Aua.
okay. Interessant. Okay, was mache ich mit der Laute? Geheimgang? Hat sich gelohnt, Laute zu spielen. Oder? Leute, spielt Laute. Spielt mit Laute, Leute. Meta. Auf den ersten Blick sieht er groß aus. Geh ich da rein? Oh Gott. Nein. Oh, dieses scheiß Schießen, wa? Okay, ein paar Soundfehler sind noch da. Boah. Das hätte ich reposten können, wahrscheinlich, oder so. Okay, ich bin one-hit. Also, beziehungsweise two-hit. Gut zu wissen. Was heißt denn, wenn es leuchtet? Was hat denn jetzt gewesen? Nochmal. Nö, okay, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gefühlt ist die Aussage so für den Arsch. Oder ich bin einfach schlecht. Möglich ist das auch, aber da geht nicht mehr. Oh Mann. Geht da auf die Schnauze. Es macht aber Spaß tatsächlich. Ist cool. Ich glaube, so ein kurzes Schwert wäre eigentlich viel, viel besser, weil man dann viel schneller agieren kann, aber das teilt halt nicht mehr so krass aus. So. Okay, es wird besser. Es wird auf jeden Fall besser. Okay, die haben wieder gut passiert. Okay, da haben wir wieder kassiert. Und da haben wir den Todesschlag kassiert. Also, wir kassieren hier ziemlich gut. Also, ja. Aber gefühlt ist es schwerer als Dark Souls. Weil ich jetzt denke, diesen Geheimboss, also Geheimboss von Dark Souls, dieses Kristallviech bei Dark Souls 3, da war jetzt aber für nix. Und dann hast du hier. Ja, das ist eher lang. Ah, der hat mich gesehen. Der will mich jetzt machen. LUL! Wir haben mich alle gesehen. Mich haben alle gesehen. Hey! Gibt's nicht. Hey! Moment, wie viele sind da jetzt? Da sind zwei, da ist einer. Das ist belastend. Was ist das für eine Range? Wollen mich alle killen? Das finde ich noch ein bisschen, das finde ich übertrieben gerade. Ich glaube, wenn ihr gutes Gameplay sehen wollt, dann müsst ihr bei Yannick gucken, nicht bei mir. Also, bei mir ist einfach nur kassieren. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo der Rabentyp ist. Sagen wir das mal so. Das war zu früh. One hit, what the fuck? So. Na, Vogel, komm her. Der Vogel läuft gegen die Wand, der ist nicht so smart. Aber her.
Na komm, probieren wir doch mal. Wow. Cool. Voll geil. Wie geil ist das denn? Okay. Mit Härtner ist cool. Das kommt, wer stolz. Boom, Junge. Puh. Was hab ich da jetzt wieder gekriegt? Wieder irgendwas. Okay. Okay, auch. Hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Alter, das behält man auf jeden Fall. Okay. Oh oh. So. Puh. Okay. Da waren wir besser. Was passiert jetzt? Hallo? Also kann ich mich nicht mehr bewegen? Was ist das denn jetzt? Wow. Krass an. Wow. Wow, 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 wow. Nicht mit mir, Freundchen. So, eh wieder rein da in die Olga. Ah, da waren wieder so viele. Schon wieder eine Bärfalle. Drücke alles. Bin ich tot? Ich habe, glaube ich, jetzt einen Bug. Ich drücke gerade alle Knöpfe. Was ist denn das jetzt? Okay, am Ende noch ein Bug. Ich habe gemacht, was ich brauchen wollte. Alles klar. Aha. Boah. Wo nehmen Sie die nur her? Okay, da war ich schon, da war ich schon. So. So macht man das. Okay, Truhe kaputt treten. Gut.
der ignoriert mich jetzt. Ich bin so doof. Okay, das mit dem Pfeil ist noch so, naja. Weil ich finde, du kannst, er kann nicht so schnell die Pfeil wieder aufstellen. Das ist noch, ha? Ich weiß nicht. Okay, das war Giftpilz. Und der hat mich jetzt gekillt. Meine Pilz gestorben. Ehre. Oh, eine Miezekatze. Oh, wie süß. Oh my, aren't you a rare specimen? Rather dashing in that curious attire. And what of on the inside? You must be a gentleman. Ja, selbstverständlich. Certainly not one of those boorish fanatics. Welcome then, I'll warm some tea. In the meantime, why not take a look at my wares? Yes. Surely there's something you'll fancy amongst my collection. Nee, ich kaufe jetzt nichts. Noch mal mit Katze Hallo sagen? Ja. Ja, kleine Katze, ja. Wisst ihr, Yannick ist bestimmt auch voll so im Rumschnetzeln, kämpft sich da durch, ist bestimmt auch mega verzweifelt und ich komme da einfach easy peasy durch. Was war das? Eager for another taste, foundling. Not so hasty. Ah ja. Not all places are as friendly as Fulgrim. There won't be any merriment around the bonfire here. Only the dead call this place home. All that remains are scavengers gnawing on bones. An intruder like yourself will not be welcome. So then, would you like another sip? What is a sip? Okay. Wahrscheinlich Fähigkeiten, irgendwie was, aber ich kann es nicht machen, weil ich kein Money habe. Ah, okay. Das ist jetzt ein anderer Körper, oder? Also optisch gefällt mir der hier schon mal besser. Ah, okay, hier ist eine Axt. Ja. Da sehe ich mich. Schaut mit dem euren langsamen Schwert, was schnell ist. Dann auf den Kampf. Wow, was macht der denn? Alter, der hat mich ja echt fast auseinandergenommen, ey. Da war ich ein bisschen überfordert gerade. Aber nur so ein bisschen. Minimal überfordert, aber wir haben es geschafft. Das ist alles, was zählt. Wer bist du? Wer bist du? Oh, der wirft ja Sachen auf mich. Hat er gerade seinen Kopf geworfen? Ich bin durch. Du bist durch? Halbe Stunde, ja. Hab halbe Stunde gemacht und dann bin ich das nächste Mal gestorben. Ah, okay. Dann mache ich auch, bis ich jetzt das nächste Mal tot bin.
Wird wahrscheinlich gleich sein. Ich kann häufig durch. Hilfe! Oh, wie viel ist das Spiel? Ich sag doch nichts, bis du durch bist. Warte, was? Ich bin tot. Nice! Alter! So. Warst du weit, oder? Das erste Gebiet danach im Tutorial. Ah, okay. Ich hab's geschafft bis zur zweiten Hülle. Zweite Hülle? Ja. Krass. Da war ich ein bisschen sauer. Deswegen, Ladies and Gentlemen, das war erstmal die Beta. Vielleicht wird das ja nochmal irgendwann gestreamt oder so. Schauen wir einfach mal, wie wir damit jetzt noch fortgehen. Genau, aber so an sich eigentlich ganz cool, also. Ich fand, das hat mich auf jeden Fall auch überzeugt. Also so komplett. Also klar, also mich haben ein paar Sachen noch genervt. Also vor allem im Tutorial, das hätte eigentlich ging. Allein bei diesem Bosskampf am Ende. Beim Tutorial, das hat mega gestört, dass ich nicht hätte machen. Der schon, der ist ja eingesetzt. Ja. Deswegen, das hat mich auch genervt. Also ausweichen müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen dran arbeiten, finde ich. Aber. Und parieren. Ja. Irgendwie muss ich. Oder das lag an mir mit parieren. Ja, vielleicht, ich hab's auch noch nicht. Zwischendurch hat das Ding geleuchtet, da dachte ich, okay, jetzt oder so. Da hab ich hab's auch nicht ganz verstanden. Das kann auch an mir liegen, deswegen. Da sage ich erstmal nichts zu, aber Ausdauer fand ich auch, ging schnell weg. Mhm. Aber man muss sich vielleicht erst noch alles dran gewöhnen. Das ist natürlich auch schwer zu sein in Handschuhen. Kann sein. Auf jeden Fall die zweite Waffe, also diese Axt oder Hammer, was das da ist, ist mega geil. Okay. Also du bist auch viel, viel schneller unterwegs. Aber die Range ist natürlich dann nicht mehr so krass. Das stimmt, aber trotzdem, du bist wesentlich schneller. Also vom Spielgefühl ganz anderes Gefühl auf jeden Fall. Also viel, viel flüssiger, schöner und einfach toll. Na gut, Leute, das war Mortal Shell. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, mal gucken, wie wir damit fortgehen, ob wir noch was dazu machen. Also ich habe Lust drauf, es macht mega Spaß und wer weiß, wie lange die Beta geht. Deswegen nutzen. Nutzen. Und genau, ihr könnt es ja vielleicht auch noch spielen, wenn es rauskommt. Und schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Und lasst eine Bewertung da, würde uns freuen. Und wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann auf jeden Fall auch. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, hat es ja einen bestimmten Grund. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haus reinschauen. Ciao. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying?